Grüß Gott, tritt ein, bringt Glück herein. Heil euch, liebe Albertina, frohes Fest. Euer größter Freier ist da. Ich brauche wieder einmal Platten. Leider, Gott sei Dank. Alle meine Freunde, Freundinnen, Bräute, Verwandten und sonstige Unannehmlichkeiten wollen Platten zum Geschenk. Ich bin platt, weil ich wieder für alle der gute Onkel sein muss, bei meinem Dalles. Ich kann hinten nicht hoch und muss Weihnachtsmann spielen. Herr Weiß, edler Madjare, Jona Wodkiwanok, reden Sie nicht so viel, lassen Sie einen anderen Menschen auch mal zu Worte kommen. Was gibt's für neue Platten? Los, vorspielen. Weiß, Batschi, schlafen Sie nicht. Seien Sie ein erwachender Ungar. Guten Tag, Herr Morgan. Guten Tag. Wir haben großartige neue Sachen. Brunswick, Columbia, Elektrola, Ultrafon, Orchestrola, Parlophon, Odeon, Grammophon. Etwas Seriöses vielleicht? Etwas Seriöses? Los, spielen Sie etwas Seriöses. Na. Herr Weiß, wollen Sie mich uzen? Mit so alten Geschichten kommen Sie mir? Trügerische Weiberherzen kennen wir längst. Warum spielen Sie nicht auch noch Haben Sie nicht den kleinen Kohn gesehen? Etwas anderes bitte, etwas Seriöses. Los! Was denn? Orgel? Was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie zu viel getrunken, Herr Weiß? Wollen Sie mich heute schon begraben? Ich bin noch sehr lebendig, unberufen, toi toi toi. Ich liebe noch Wein, Weib und Gesang. Allerdings vom Wein kriege ich langsam Sodbrennen. Vom Weib, naja, lieber Herr Weiß, wenn Sie in meinem Alter sein werden, bekommen Sie auch Angst, dass eine Ja sagt. Aber den Gesang, den lasse ich mir nicht nehmen. Darum will ich eine schöne Operngesangsplatte. Lassen Sie mal was hören. Na, was ist denn das? Isoldes Liebestod. Isoldes Liebestod ist das. Isoldes Liebestod. Isoldes tot? Ich wusste gar nicht, dass sie krank war. Was meinen Sie, Herr Weiß? Dieser Witz ist alt. Die Platten, die Sie mir bis jetzt gezeigt haben, sind auch nicht neu gewesen. Die hat ja schon der Edison aufgenommen. Verzeih mir und sei wieder gut. Na schön, ich bin ja wieder gut. Übrigens, diese Versöhnungsplatte nehme ich für alle Fälle. Die kann man immer gebrauchen, wenn man zu Hause Krach gehabt hat. Oder Ärger. Los, spielen Sie was anderes. Lydia vor der Tür und ich rief, warum soll er nicht Lydia mal von Gitan? Das ist ja Claire. Warum soll er nicht Lydia? Ganz richtig, Claire. Warum soll er nicht mit ihr? Übrigens, originell wäre es, wenn der Richard Tauber einmal so ein Waldorf-Couplet singen würde. Man müsste das einmal Odeon oder der Deutschen Grammophon vorschlagen. Oder der Max Hansen. Oder es sollte wenigstens der Max Hansen den Tauber kopieren, wie er ein Lied von der Claire Waldorf singen würde. Die Platte wäre ein Geschäft. Warum soll er nicht mit ihr lang die Felder gehen? Warum soll er nicht mit ihr zu Friederike gehen? Warum soll er nicht mit ihr? Warum soll er nicht mit ihr? O Mädchen, mein Mädchen, ich liebe dich. Bravo, Hansen, das war ja großartig. Ich habe Ihnen doch gesagt, Herr Morgan, bei Alberti können Sie alles haben. Haben Sie keinen großen Katalog? Danke. Das sind ja massenhaft viel Verzeichnisse. Da tut einem ja die Wahl weh. Lauter Neuerscheinungen. Ein Sommernachtstraum, zwei Krawatten, drei Musketiere, vierstimmige Gesänge. Da fehlen noch fünf Frankfurter und sechs Personen, die einen Autor suchen für die sieben Schwaben. Achtung, da braucht man ja 1000 Wunschzettel. Was ist denn das? Ein Schachmeister spielt nicht Schach, ein Weber webt nicht, aber beide spielen Geige. Und hier, wie seltsam, Pariser Leben. Sowohl von Ben Berlin als auch von Gott Wien. Soll ich lieber Kapelle Gutmann nehmen oder Kapelle Weißmann? Weiß man, ob Gutmann gut ist? Na, einer spielt ausgerechnet das Weinlied aus dem lachenden Ehemann. Hielten Sie Hilton für besser als Weidmann? Oder hielten Sie Weidmann bei Weitem besser als Hilton? Haben Sie eine Platte, auf der Barnabas von Gezi mit Fred Wirth zum Été dansant spielt? Von Dajo Spieler hört man, Tränen weint jede Frau so gern. Wo denn? Etwa im Land des Lächelns? In diesem Lande wohnt man am besten im Hotel Stadt Lemberg, das Jean Gilbert erbaut hat. Da ist das schöne Lied drin. Da freut die
hab heut die Platten Albertis gezählt. Da hat die schönste der Platten gefehlt. Kunststück, dass sie fehlt. Sie ist eben immer gleich ausverkauft. Sie wissen doch, welche ich meine. Bendo und Morgan in der Oper, bei Parlophon erschienen. Da bleibt kein Auge trocken. Nun dann, Neujahrs- und Silvesterplatte von Morgan bei Ultraphon oder die Zeitungsparodie von Morgan. Also, da wälzen sie sich, etwas Großartiges. Aber ich will für mich keine Reklame machen, das liegt mir nicht. Und keine Selbstkritik verzapfen. Apropos Kritik, da ist doch eine Platte von Alfred Kerr herausgekommen, wahrscheinlich eingeteilt in Römisch 1 bis Römisch 9. Diese Platte wird jeder Schauspieler haben wollen, der von dem Manne schon mal verrissen wurde. Und jeder wird ausrufen, den Kerr, den kaufe ich mir. Und dann hört er zu Hause die Stimme seines Herrn, obwohl sie bei Elektrola erschienen ist. Nein, man weiß wirklich kaum, was man alles nehmen soll bei der enormen Auswahl. Sei nur ein kleines bisschen verrückt nach mir, Bob-Dill-Lob-Bob, grad halb so viel, Bob-Dill-Lob-Bob, wie ich nach dir, Bob-Dill-Lob-Bob. Dann gib für jedes Küsschen ich gleich dir zwei, Bob-Dill-Lob-Bob, auf ein mit Ei. Juchai, Bob-Dill-Lob-Bada-Bub-Bub. Was sagen Sie zu der Propaganda von Lindström? Man soll nur ein bisschen verrückt sein nach ihm? Aber es gibt doch schließlich auch andere Firmen, die auch leben wollen. Herr Weiß, ich bitte, machen Sie mir eine Sonderofferte. Bei 10 Platten gibt es eine 11. gratis. Was? Bei 10 Platten gibt es eine 11. gratis? Ehena Hazard. Also wissen Sie was? 10 habe ich gehört, packen Sie mir die 11. ein. Und zwar der Duft, der eine schöne Frau begleitet. Und schicken Sie mir den Duft nach Wien. Ich leg ihr unterm Weihnachtsbaum mein armes, kleines Herz und diese Platte. Verpackungsspesen und Porto übernehmen Sie gefälligst, ja? Meine Mädel aus Wien hab ich Rosen geschickt und ich leg ihr die Platte dazu. Diese Platte hab ich an die Lippen gedrückt und geflüstert, du mein liebes Mädel, du. Wenn mein Mädel in Wien diese Platte dann spielt, muss sie fühlen an der Donau in Wien, dass für uns eine einzige Firma nur gilt. Ranke Straße, Alberti, Berlin. Fröhliche Weihnachten!